Guten Morgen aus Berlin. Gerade jetzt, wo ich die Aufnahme starte, muss natürlich im Hof die Pappe zerrissen werden. Aber egal, das zähle ich jetzt einfach mal als Hintergrundgeräusch meiner Aufnahme. Es ist Mittwoch, der 16. September um 9.13 Uhr. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zum Sport. Ich werde heute mal seit Wochen, ich glaube, es sind wirklich schon Wochen, mal wieder zum EMS-Training in die Buddy Street Charlottenburg fahren. Da fahre ich mit dem Rad immer durch den Tiergarten und dann noch ein bisschen ja, am Ernst-Reuter-Platz vorbei und dann die Straße runter, Richard-Wagner-Platz, und dann bin ich eigentlich schon fast da. Fahrzeit so 20 Minuten pro Strecke, 20 Minuten Training, also eine Stunde plus nochmal dann da in die Dusche hüpfen und wieder nach Hause fahren. Also ich denke mal, 1,5 Stunden werde ich brauchen. Um 10 ist das Training, dann bin ich so um 11, Viertel 12 wieder hier. Kann meine Sachen in die Wäsche schmeißen und dann ins Büro gehen. Da bin ich heute schätzungsweise gegen 12. Früher werde ich es nicht schaffen. Und dann 3, 4, 5 Stunden. Mal gucken, wie lange ich heute brauche. Ein paar Stunden habe ich ja vorgearbeitet, aber ich bin gerade im Überlegen, ob ich morgen vielleicht auch ein bisschen länger mache, um Freitag einen Tag freizunehmen. Ja, muss ich mal gucken, was mein Stundenkonto heute sagt. Ja, heute Abend ist dann Elder Scrolls Online spielen. Eigentlich wäre das ja immer Dienstag. Jermaine konnte gestern aber nicht. Ich habe den gestrigen Abend dann dafür genutzt, mal seit langem wieder die erste Folge von The Walking Dead, von diesem Telltale-Spiel der ersten Staffel zu spielen. Das war ganz witzig. Hab gestreamt, hab mit ein paar Leuten gequatscht und ja, war, glaube ich, in 2,5, 3 Stunden durch mit der ersten Episode. Hab die gar nicht so lange in Erinnerung gehabt, aber ja, war sie doch. Und heute, wie gesagt, dann ab 20 Uhr ein bisschen Elder Scrolls Online spielen. Wir müssen mal gucken, wie wir zu dritt zurechtkommen. Wir waren ja eigentlich mal 5, also immer genügend für eine Dungeon-Gruppe. Jetzt sind wir aber nur noch zu dritt. Die anderen beiden Spieler haben sich ein bisschen zurückgezogen, wollen ein bisschen ruhiger das Thema angehen und mehr von der Welt sehen und genießen. Und wir rennen den zu sehr durch die Pixel-Universen da. Von daher müssen wir mal gucken, ob wir dann heute zu dritt das Dungeon schaffen oder die Dungeons oder ob wir dann noch einen vierten Spieler rankarren müssen. Gucken wir mal. Ja, und das ist mein Plan für heute. Also jetzt erstmal zum Sport, danach arbeiten, dann denke ich mal auch zu Hause noch ein bisschen arbeiten und dann heute Abend Elder Scrolls Online spielen. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche Mitte. Lasst es euch gut gehen. Regnen soll es heute nicht, auch wenn es grau und grau in Berlin ist. Ich werde trotzdem Radfahren. Es sollen bis zu 23 Grad werden oder so, also relativ warm. Es zeigen sich auch ein paar blaue Bereiche am Himmel, da wo die Wolken es zulassen. Und ich melde mich dann einfach morgen Vormittag wieder bei euch. Also, bis dann. Ciao.